Willkommen zum ersten Pressbriefing im Jahr 2021. Ich wünsche hier den anwesenden Expertinnen und den Journalistinnen da draußen ein frohes neues Jahr. Nach gut einem Jahr, seitdem das mysteriöse Virus in China auftauchte und sich weltweit verbreitete, schien ja mit der Zulassung der ersten Impfstoffe im Dezember nun endlich das Licht am Ende des Corona-Pandemie-Tunnels heller zu werden. Aber dann endete das Jahr erneut mit besorgniserregenden Erkenntnissen zu den neuen Varianten des SARS-CoV-2-Virus, über den wir hier heute mit den anwesenden Expertinnen sprechen möchten. Im Vereinigten Königreich verbreitet sich eine solche Variante, die heißt B.1.1.7, und sie kennzeichnet sich durch eine ganze Reihe an neuen Mutationen aus. Aber vor allem rückt die Mutation N.501 Y im Spike-Protein in den Fokus, da sie die Affinität des Proteins erhöht, mit dem sie an den ACE2-Rezeptor, also an dem das Protein an den ACE2-Rezeptor binden kann. Und sie sorgt dafür, dass sich die Variante laut ersten Schätzungen bis zu 50% schneller verbreiten kann. Eine zweite andere Variante mit dem Namen B1351, die sich stark in Südafrika verbreiten konnte, besitzt auch die Mutation N501 am Spike-Protein, aber daraus hinaus noch eine weitere, die halt auch große Sorge bereitet, und diese heißt E484K. Und ersten Hinweisen nach führt diese Aminosäureänderung von einer Glutaminsäure zu einem Lysinrest dazu, dass der Antikörper das Virus oder einige Antikörper das Virus nicht mehr so vollständig neutralisieren können. Also es könnte sich dabei also um eine sogenannte Escape-Mutation handeln, die dem Virus hilft, der Immunantwort zumindest teilweise zu entkommen. Mit den hier heute anwesenden Expertinnen möchten wir Ihre Fragen zu den neuen Virusvarianten klären. Sie können jetzt auch schon Ihre Fragen stellen. Tun Sie das bitte in dem Chat, aber unter der Option an alle Teilnehmer. Dann kann meine Kollegin, die die Fragen auch liest und mir hier reingibt, sie auch lesen, und dann können wir auch die Fragen mit reinnehmen. Genau, und jetzt möchte ich auch schon die Experten vorstellen. Ich beginne mit Professor Dr. Richard Neher. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel in der Schweiz. Sie haben jetzt ja schon seit vielen Monaten, oder seit Sie führen das Projekt NextStrain, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange schon, und Sie sammeln, analysieren Sequenzen von verschiedensten Krankheitserregern, jetzt halt auch von SARS-CoV-2. Wie erklären Sie sich denn jetzt die plötzliche Häufung der Mutationen auch in diesen zwei Virusvarianten B.1.1.7 und B.1.351 und die fast zeitgleiches Auftreten? Ja, guten Tag auch von meiner Seite her, ein frohes neues Jahr. Es ist richtig, ja, NextStrain ist ein Projekt, das jetzt schon einige Jahre läuft und wir seit Beginn 2020 die Evolution von und Ausbreitung von SARS-CoV-2 damit verfolgen. Und wir beobachten, dass generell in SARS-CoV-2 ungefähr pro Monat sich zwei Mutationen akkumulieren. Und das passiert in vielen unabhängigen Linien, die einfach sukzessive Mutationen durch Kopierfehler einsammeln. Und nun haben wir es hier mit diesen zwei Varianten zu tun, denen die Mutation 501Y gemein ist, wie Sie das gerade schon gesagt haben. Und was diese Varianten auszeichnet, ist, dass sie in einem relativ kurzen Zeitraum viele Mutationen aufgesammelt haben, also viele Kopierfehler sich relativ schnell in Folge durchgesetzt haben. Und diese Mutationen nun verglichen mit anderen Varianten, die auch noch zirkulieren, ungefähr 10, 15 Mutationen mehr haben, als man sonst erwarten würde. Und viele dieser Mutationen sind, wie gesagt, in dem Spike-Protein, dem Oberflächenprotein, das Virus benutzt, um in Zellen einzudringen. Und viele von diesen Mutationen wurden vorher schon in anderen Varianten beobachtet. Aber hier haben wir quasi eine bemerkenswerte Konstellation von vielen solchen Mutationen. Wir haben es mit einer bemerkenswerten Konstellation von vielen solchen Mutationen zu tun. Und manche von diesen Mutationen wurden, wie gesagt, auch im Vorgang schon charakterisiert. Und man hat gesehen, dass sie ja entweder ACE2-Binding begünstigen oder Antikörperneutralisation schwächen. Und
Aber ja, worauf ich hinaus will, das 501Y hier ist nicht notwendigerweise die relevanteste Mutation. Das sind tatsächlich ganze quasi Pakete von Mutationen. Und eine andere Sache, die ist, denke ich, wichtig ist zu betonen, diese beiden Varianten, über die wir sprechen, sind komplett unabhängig voneinander entstanden. Sie haben ihre gemeinsame Vorfahrt, liegt irgendwann ganz am Anfang 2020. Also das sind zwei unabhängige Linien, die irgendwann im Verlaufe des Spätsommers in Großbritannien einmal und in Südafrika vermutlich aufgetreten sind und dort sich über den Herbst, also die ersten Proben für die Variante aus Großbritannien, die 117-Variante, die kommen aus dem September. Und im Südosten England haben sich dann ausgebreitet und sind jetzt dominieren im Südosten England. Die andere Variante, die ersten Proben davon sind aus dem Oktober in Südafrika. Und über den November hat sich diese Variante auch in Südafrika rasant ausgebreitet und dominiert dort das Geschehen jetzt. Eine kurze Sache, die ich noch erwähnen wollte in dem Zusammenhang. Diese Varianten haben recht sperrige Namen. Das muss man leider so sagen. Und diese Nomenklatur B117 zum Beispiel, das ist die sogenannte Pangolin Lineage Naming Klassifikation. Die südafrikanische Variante wurde von den südafrikanischen Kollegen 501Y .V2 genannt, also Variante 2 mit 501Y, mit dem Gedanken, dass man die andere Variante 501Y .V1 nennt. Worauf ich hier noch, was ich betonen möchte, ist, dass diese Varianten, die wurden frühzeitig entdeckt in zwei Ländern, die ein ausgezeichnetes molekulares Surveillance-System haben. Sowohl Großbritannien als auch Südafrika sequenziert sehr viel und sehr zeitnah. Und die Tatsache, dass man diese Varianten jetzt in diesen Ländern entdeckt hat, hat auch viel damit zu tun, dass die viel sequenzieren. Und ich möchte an die Journalisten generell hier die appellieren, der Versuchung nicht zu erliegen, diese Varianten jetzt die südafrikanische und die britische Variante zu nennen, weil das immer, gerade wenn es um Länder der südlichen Halbkugel geht, schnell mit Stigmatisierung einhergeht und man diese Länder jetzt wirklich nicht dafür bestrafen möchte, dass sie diese Varianten so früh entdeckt haben und so ausgezeichnet charakterisiert haben. Also das nur dem auf dem Weg geben. Ja, das wäre jetzt so mein kurzer, grober Überblick. Ja, super, danke, Herr Neher. Dann möchte ich zu Professor Dr. Isabel Eckerle weiterleiten. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Emerging Viruses in der Abteilung für Infektionskrankheiten an der Universität Genf. Frau Eckerle, immer wieder wurde schon von Mutationen berichtet, auch zum Beispiel als in den Nerzfarmen das Virus stark auftauchte. Und bei den ersten Meldungen über die Variante B117 oder auch 501YV1 äußerten sich ja einige Fachleute noch zurückhaltend. Was genau hat die Sorge über die Situation jetzt angefacht? Genau, also wie der Herr Neher schon gesagt hat, sind diese Varianten ja schon früher beobachtet worden. Was jetzt aber den Grund zur Sorge eigentlich so ausgelöst hat, war eben vor allem die epidemiologische Beobachtung, die eben vor allem in England und auch in Südafrika eben gemacht wurde, dass diese Varianten in einem relativ kurzen Zeitraum sehr stark zugenommen haben. Und das ist passiert in einer Situation, wo sowieso schon sehr viel Übertragung in der Bevölkerung war. Also das ist eigentlich was Ungewöhnliches, weil normalerweise, wenn wir viel Zirkulation haben, dann hat man eine Mischung aus verschiedenen Varianten, aber man hat eigentlich nicht eine Situation, wo plötzlich eine die anderen dominiert, außer diese Variante hat vielleicht andere Eigenschaften oder es gab eben eine bestimmte epidemiologische Situation, zum Beispiel ein Superspreading-Event, warum sich diese Variante besonders gut ausbreiten konnte. Und das Besorgniserregende ist, wie gesagt, die Situation in England, die jetzt sehr viele Fallzahlen haben, die eben auch in den Kliniken jetzt eine sehr, sehr angespannte Situation haben und gleichzeitig eine starke Zunahme dieser Variante gesehen haben. In der Anzahl der Fälle, aber auch in der Ausbreitung. Also diese Region, die kam vor allem im Südosten von England, wurde die zuerst also gezeigt. Und man sieht jetzt eben, dass diese Variante sich in einem immer größeren geografischen Raum sozusagen überhand nimmt oder die dominierende Variante ist.
Und wir haben im Moment noch keine guten biologischen Daten zu dieser Variante. Also so die Virologen wie ich, die im Labor arbeiten, die möchten natürlich immer wissen, was ist denn jetzt wirklich anders an dieser Variante? Wächst die besser? Warum kann die sich besser durchsetzen? Oder eben auch klinische Studien, wird die in höherer Menge ausgeschieden, wird die länger ausgeschieden, hat die eine bessere Bindung? Und diese biologischen Daten, die haben wir für genau diese Varianten noch nicht. Das liegt einfach daran, dass man jetzt erst eben Ende Dezember so ein bisschen darauf aufmerksam wurde. Und dass diese Daten zu erheben, die dauern einfach eine Zeit, weil wir diese Viren natürlich anzüchten müssen im Labor oder man muss eben experimentelle Systeme dafür entwickeln und dann muss man all diese biologischen Experimente durchführen und das kann man einfach nicht innerhalb von Tagen machen. Das dauert Wochen bis Monate, bis man da verlässliche Ergebnisse hat. Das heißt, im Moment ist die Sorge eben aufgrund dieser epidemiologischen Beobachtung begründet. Und es gibt eben diese Modellierungen, die davon ausgehen, dass diese Variante ansteckender ist, also dass sie sich deutlich besser überträgt und dass die das vor allem auch in der Situation in England jetzt getan hat, wo doch recht strenge Maßnahmen geherrscht haben. Also in einer Lockdown-Situation ist das R von dieser Variante trotzdem nicht unter 1 gekommen. Und das ist was schon Grund zur Besorgnis liefert, vor allem im Hinblick darauf, also nachdem man jetzt eben danach gesucht hat, hat man die jetzt natürlich auch bereits in vielen anderen Ländern gefunden. Und wenn das denn tatsächlich so ist, dass sich diese Variante durchsetzt, auch bei uns, dann hätte man natürlich ein Problem, weil wir ja im Moment mit der normalen Variante, sage ich mal, oder mit den aktuellen Varianten hier schon nicht gut zurechtkommen oder das schon nicht schaffen, die Fälle einzudämmen. Und wenn man jetzt eben eine Variante hat, die tatsächlich ansteckender ist, dann wäre das natürlich sehr, sehr schwierig für die ganzen Public Health Maßnahmen, die wir im Moment halt versuchen umzusetzen und von denen man, wie man ehrlicherweise sagen muss, halt auch alle müde sind und gegen die auch immer mehr, ja, sage ich mal, Widerstand eben aufkommt. Welche wichtigen Erkenntnisse oder Daten erwarten Sie jetzt, um besser einschätzen zu können, wie Sie das gerade sagten, also wie man mit den Veränderungen in der Klinik dann klarkommen kann oder mit der Veränderung der Patienten? Also die gute Nachricht ist, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, man hat bisher keinen Hinweis darauf, dass diese Variante ein anderes Krankheitsbild hervorruft. Das heißt, für die individuelle Person macht es wahrscheinlich keinen Unterschied, ob die mit dieser Variante infiziert ist oder mit der anderen Variante. Das Problem ist wirklich, dass die ansteckender ist. Aber die ist nicht so, dass die jetzt zu mehr Todesfällen oder schwerer Erkrankungen führt, zumindest basierend auf dem, was wir im Moment wissen. Die wichtigen Fragen sind natürlich, warum ist die ansteckender? Also da gab es jetzt zum Beispiel ein Preprint, die eben die Hypothese aufgestellt haben, dass die Patienten mit dieser Variante oder die Infizierten höhere Viruslast haben. Wobei man sagen muss, dass das oft relativ schwierig festzustellen ist, weil das sehr damit zusammenhängt, wann die Patienten wirklich getestet wurden und man in einer Ausbruchssituation wahrscheinlich sehr viel früher testet als in einer Situation, wo man jetzt keinen Ausbruch hat. Also das muss man jetzt wirklich nochmal verifizieren, ob dem so ist. Andere Fragen sind zum Beispiel, kommt es häufiger zu Reinfektionen? Also ist denn die Immunität, die man jetzt gegen frühere Varianten gebildet hat, schützt die auch vor der neuen Variante? Auch da sieht es bisher mit den ersten, sage ich mal, vorsichtigen Auswertungen von Public Health England so aus, als wäre das nicht der Fall. Und dann natürlich die Fragen, Impfstoff, ist der Impfstoff wirksam? Und das sind eben alles In-vitro-Versuche, Laboruntersuchungen, die man durchführen muss. Und man wird sicher auch diese klinischen Beobachtungen fortführen. Also man wird jetzt einfach monitoren, wie verhalten sich Patienten, die diese Variante haben und wie verhalten sich Patienten, die vorherige Variante haben. Und das sind aber alles keine einfachen Untersuchungen. Und bis man diese Daten hat, wird sicher Zeit vergehen. Und die Frage ist eben, reichen uns jetzt diese epidemiologischen Untersuchungen, um sozusagen ausreichend wachsam zu sein und zu sagen, egal ob die sich bewahrheiten oder nicht, wir möchten diese Variante jetzt eindämmen. Oder wartet man eben auf diese biologischen Daten, aber dann hat sich die Variante, wenn sie ansteckender ist, mit Sicherheit schon ausgebreitet. Und das ist eben so ein bisschen der Knackpunkt im Moment, den wir einfach immer in dieser Pandemie haben, dass wir schnell Entscheidungen treffen müssen, obwohl wir eigentlich noch nicht alle Daten haben, die wir gerne hätten. Und das ist einfach ein Dilemma und da prallen einfach verschiedene Bereiche aufeinander. Die Virologie, die Immunologie, die Public Health Seite, die Gesellschaft. Und das ist ein Dilemma, was wir auch in Zukunft, glaube ich, weiter haben werden. Ich glaube, wir werden auch mehr von diesen Varianten sehen in Zukunft, weil man eben auch viel sequenziert, weil natürlich jetzt vielleicht auch ein gewisser Evolutionsdruck inzwischen steht. Und wir werden immer wieder diese Fragen im nächsten Jahr haben. Wir werden eine neue Variante haben. Die Frage ist, reagieren wir darauf? Welche Maßnahmen ergreifen wir? Was hat es jetzt für eine Relevanz? Und wir werden, glaube ich, nie in die Situation kommen, wo wir die biologischen Daten haben und dann erst Entscheidungen treffen können. Ja,
Danke, Frau Eckerle. Jetzt möchte ich noch den dritten im Bunde vorstellen, Dr. Andreas Bergthaler. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Virale Pathogenese und antivirale Immunantworten am Forschungsinstitut für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sie haben mit Ihrer Arbeitsgruppe ja schon etliche Virussequenzen aus Österreich sequenziert und analysiert. Und darüber hinaus hat Ihre Arbeitsgruppe selbst untersucht, inwiefern Mutationen bei SARS-CoV-2 auftreten können, um der T-Zell-Immunität zu entkommen. Nun hat heute BioNTech Pfizer ein sehr knappes und schon umstrittenes Preprint veröffentlicht mit Neutralisationstest von Seren von Geimpften und haben getestet, ob der RNA-Impfstoff auch gegen zirkulierende Mutationen wirkt. Und diese Studie liefert erste Daten für die N501-Mutation, aber nicht für die E484K-Variante. Wie schätzen Sie denn die Ergebnisse ein? Ich möchte vielleicht nur die Frage nehmen und kurz noch auf das revidieren, was die Eckele gesagt haben und das voll und ganz unterstreichen. Weil ich glaube, wir haben wirklich die Diskrepanz hier, dass wir entscheiden müssen, ohne vollständige Informationen zur Verfügung zu haben. Und ich glaube, das sollte heißen, dass wir weiterhin, dass wir die Forschung noch viel mehr unterstützen. Und sogar dann im Bestfall, wenn jetzt die großen Milliarden in die Wissenschaft gepumpt werden würden, Herr Bergthaler, ich verstehe Sie gerade ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob es den anderen auch so geht. Ja, vielleicht können Sie das Fenster nochmal neu laden. Manchmal hilft das schon. Können Sie mich jetzt besser hören? Ja, viel besser. Gut. Wunderbar. Dann starten wir doch gerne nochmal. Ich wollte nur nochmal sagen, dass genau das, was die Frau Eckele gesagt hat, ist wirklich die Herausforderung, auch kommunikativ, wie man die Bevölkerung quasi weiter an einem Strang ziehen lässt, weil wir, egal was wir machen, wir werden immer ein bisschen ins Hintertreffen geraten, verglichen zu dem, was das Virus gleichzeitig macht. Und gleichzeitig haben wir aber auch ein Luxusproblem, dass verglichen zur 1918-Grippe-Pandemie wir jetzt einfach fast nahezu in Echtzeit wissen, wie sich das Virus verändert. Was aber weiterhin geblieben ist, quasi mechanistisch zu verstehen, was diese Mutationen machen, das benötigt Zeit. Und Zeit im Labor, die man unter Umständen nicht hat, um zu reagieren. Und ich glaube, im Hinblick auf ob die neuen Varianten von den bestehenden RNA-Vakzinen abgedeckt werden, ich glaube, allem Dafürhaltens nach, und die Evidenz ist noch nicht sicher äußerst stark und konklusiv, aber ich glaube, es spricht vieles dafür, dass dem so ist, also dass die Impfstoffe sehr wohl diese neuen Varianten abdecken. Und es wurden, glaube ich, einzelne Mutationen jeweils schon durchgetestet, ein Großteil davon, nicht nur die N501Y, und die werden neutralisiert von rekonvaleszenten Seren von geimpften Personen. Also ich glaube, das ist an sich mal wahrscheinlich eine gute Nachricht. Gleichzeitig sind natürlich auch RNA-Impfstoffe verhältnismäßig sehr flexibel im Design, dass man theoretisch dann nachbessern kann und optimieren, und das passiert natürlich auch schon parallel dazu. Also insofern, ich glaube, das muss man sich anschauen, und die letztgültige Antwort hat man dazu noch nicht. Worauf ich vielleicht auch noch eingehen möchte, ist die Frage, was solche Mutationen tatsächlich bewirken. Und jetzt im Hinblick zum Beispiel auf die englische und südafrikanische Variante, auf das erhöhte Infektionsgeschehen. Da kann man sich ganz unterschiedliche Szenarien vorstellen. Das eine ist zum Beispiel ein verkürztes Infektionsintervall. Das heißt, dass die infizierten Personen das Virus im durchschnittlich früher weitergeben und übertragen. Das kann vielleicht mit erhöhten Virustitern zu tun haben. Es kann auch damit zu tun haben, vielleicht, dass das Virus insgesamt effektiver ist und dass es weniger Viren braucht, um eine Infektion zu starten. Es kann auch die Interaktion des Virus mit der Immunantwort, und da kommen wir dann Richtung Escape und so weiter, unter Umständen mit eine Rolle spielen. Und ich glaube, all das sind Fragen, die mechanistisch interessant sind, aber wenn wir das besser verstehen, könnte man auch die Maßnahmen noch viel zielgerichteter einsetzen, wie man denn jetzt darauf reagiert. Und vieles davon ist noch offen natürlich. Eine kurze Nachfrage habe ich dir direkt. Sie haben gerade erwähnt, man testet einzelne Mutationen und ob die Antikörper da noch drauf reagieren. Reicht es denn immer nur einzelne zu testen? Weil die Viren kommen jetzt ja auch mit einer Sammlung von Mutationen. Müsste man da nicht direkt auf mehrere Mutationen gleichzeitig testen, wie da die Seren reagieren? Natürlich. Ich beziehe mich auf eine Pressversendung, die ich heute früh gesehen hatte, wo, glaube ich, 16 oder 15 von 16 Mutationen von der englischen Variante anscheinend jede einzeln getestet wurde und immer alle noch neutralisieren. Aber Sie haben recht, natürlich muss man die Kombination, die macht es aus. Und ich glaube, das wurde, nehme ich an, schon längst gemacht, weil die Isolate hat man ja jetzt schon längere Zeit. Genau. Super. Da wir sehr viele Fragen bekommen, möchte ich gleich mal loslegen.
Welche Maßnahmen könnten denn nötig sein, um mit den neuen Virusmutationen umzugehen? Wer würde starten? Also da kann ich was dazu sagen. Ich glaube, die Konsequenz aus der neuen Variante ist genau das Gleiche, was wir das ganze Jahr über schon haben. Wir haben jetzt keine spezifischen Maßnahmen, die auf diese Variante zugeschnitten sind, die nicht auch für die anderen Varianten gültig sind. Also die Variante überträgt sich bei engem Kontakt und alle Maßnahmen, die Kontakt zwischen Menschen reduzieren, sind effektiv. Alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Infizierte frühzeitig zu erkennen und zu isolieren, sind effektiv. Also im Endeffekt, ich glaube, für die Handlungsempfehlungen im Moment ändert sich nichts, außer dass man vielleicht sagen kann, man muss eher noch konsequenter sein. Also die Frage ist ja immer, sind die Maßnahmen jetzt effektiv? Und es gibt ja eben viele, die auch sagen, es bringt ja eigentlich alles gar nichts. Und da ist aber die Frage, liegt es daran, dass die Maßnahmen nicht effektiv sind oder liegt es daran, dass sie einfach nicht gut umgesetzt werden? Ich meine, wir haben viele Empfehlungen, aber die Frage ist eben, wie werden die denn tatsächlich eingehalten? Und das sieht man ja zum Beispiel jetzt auch an den Bewegungsdaten, die eben über Mobiltelefone erfasst werden, dass wir lange nicht so eine Kontaktreduktion haben, wie wir es zum Beispiel im Frühjahr hatten. Und ich glaube, die Konsequenz, die jetzt daraus kommt, dass wir diese Variante haben, die ist eigentlich nicht anders als das, was wir die ganze Zeit schon predigen, sage ich mal, den ganzen Sommer über, dass wir halt das Infektionsgeschehen möglichst eindämmen müssen und da müssen eben alle mitmachen und es wird einfach immer schwieriger, je länger die Pandemie geht, weil ja alle paar Monate wieder irgendeine neue Überraschung um die Ecke kommt und wir haben zwar jetzt den Impfstoff, das ist natürlich auch total gut und ich glaube auch, dass die Impfstoffe jetzt nicht unwirksam sind durch diese Variante. Das Ziel, was wir haben, ist immer noch auf die Impfstoffe zu setzen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht so schnell hinterherkommen werden, einfach weil man diese Impfstoffe nicht so schnell produzieren kann. Und dass wir jetzt noch ein paar Monate vor uns haben, wo wir einfach Zirkulation der Viren haben werden, egal ob es die alte oder die alten Variante oder die neue ist. Und das Beste ist natürlich einfach, die Fallzahlen zu reduzieren. Aber mit allen nicht pharmazeutischen Maßnahmen, die wir halt seit einem Jahr schon anwenden oder versuchen anzuwenden. Wie gut bekommen wir denn derzeit in den deutschsprachigen Ländern mit, wie sich die neuen Varianten ausbreiten und was könnte man an der Surveillance vielleicht verbessern? Könnten zum Beispiel veränderte PCR-Tests, wie es da auch in UK ja aufgefallen waren, uns dabei helfen, so eine Variante zu detektieren? Oder war das jetzt Zufall, dass, also da müsste man ja ständig wahrscheinlich auch die Primer anpassen, um immer wieder neue Sachen zu finden? Oder wie sehen Sie das? Also mit diesem speziellen PCR-Test, das war tatsächlich ein Zufall, dass eben genau die Bindungssequenzen von diesem Test in einem Bereich lagen, der bei dieser Virusvariante verändert ist. Das ist ein Test, der wird jetzt nicht flächendeckend verwendet. In der Schweiz wird der von einigen Laboren verwendet, von einigen anderen Laboren nicht. In England war der relativ breit, ist der relativ breit in der Anwendung. Deswegen hat man eben dieses untypische Signal gesehen. Und ich meine, vom Prinzip ist die Sequenzierung zur Überwachung von solchen Varianten wichtig. Ich glaube aber, das muss man dann, unvoreingenommen machen. Also ich glaube, wir suchen jetzt alle nach diesen Varianten. Aber wichtig ist, dass man so ein breites Surveillance-Netzwerk hat, wo man alle Varianten erfasst. Weil wenn wir jetzt nicht diesen Zufall gehabt hätten, diesen PCR-Test, dann hätte man das vielleicht gar nicht so schnell erkannt. Da gibt es natürlich immer wieder die Diskussion, dass man mehr sequenzieren muss und ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, man muss sich aber auch überlegen, man muss intelligent sequenzieren, weil wir haben so viele Fälle im Moment, man kann nicht tausende von Proben sequenzieren, also zumindest nicht in einem kurzen Zeitraum und ich glaube, da braucht man intelligente Konzepte, die eben auch akademisch fundiert sind, um eben zu sagen, wie können wir solche Varianten neu erkennen. Gibt es denn da eine optimale Anzahl an positiven Tests, die man dann so jeden Hundertsten oder so, dass man den sequenziert, um einen guten Überblick zu haben, welche Varianten so sich ausbreiten? Oder gibt es da Maßzahlen, die man anwenden könnte? Also England, die sequenzieren so um die 1%, sagt man immer. Das ist schon ziemlich gut. Oder ich weiß nicht. 5%, glaube ich. Ja. Die Dänen machen so 12%, die Schweiz 1%. Österreich 0,3 und Deutschland holt, glaube ich, jetzt auf, aber sind so bei 0,2 oder so.
Und hängt der natürlich auch mit den Fallzahlen zusammen. Also wenn wir halt extrem hohe Fallzahlen haben, dann wird es einfach immer schwieriger, diese 5% zu erfüllen, weil das natürlich keine, das muss man vielleicht auch nochmal klarstellen, das sind keine Methoden, die in einem Routinelabor laufen und es ist auch keine Methode, die automatisch läuft, wenn man eine SARS-CoV-2-Infektion diagnostiziert, sondern da ist eine ganze Infrastruktur hinten dran. Man muss die Originalproben aufheben, man muss eben die in bestimmte Sequenziereinrichtungen geben, man braucht Bioinformatiker, die diese Daten auswerten. Also das sind relativ aufwendige Untersuchungen. Die werden immer besser, die werden immer schneller, aber das ist nicht so wie jetzt ein Routine-PCR-Test, den einfach jedes Labor durchführen kann. Und es ist auch teuer. Also es muss natürlich auch jemand bezahlen, wenn man diese großen Fallzahlen sequenzieren will. Ja, was ich da noch vielleicht ergänzen würde, ist, dass es nicht notwendigerweise dass der Bruchteil der Fälle, die man sequenziert, nicht das einzige Kriterium ist. Man muss es auch verhältnismäßig schnell machen. Und das ist in vielen Orten die größte Hürde, dass es einfach ein paar Wochen dauert, bis man von der Probe zur Sequenz kommt. Und das funktioniert in England oder in Dänemark zum Beispiel sehr gut, wo tatsächlich mit einem Turnaround von einfach nur 2 Wochen oder so, da wirklich sehr viele Daten öffentlich verfügbar sind. Und das mit dem Kostenpunkt, das sehe ich nicht ganz so pessimistisch wie Frau Eckele. Ich denke, wenn man das in einem großen Stil macht und optimiert, man muss ja nur die positiven Proben sequenzieren, ist das am Ende verglichen mit dem Aufwand, den man für PCR-Tests und andere Diagnostik macht, nicht so der Riesenbatzen. Aber ja, sicherlich, es ist ein zusätzlicher Aufwand, der sich aber durchaus, gerade wenn es quasi eine gut geölte Maschine ist, auszahlt, weil man dann halt solche Dinge, solche Varianten früh entdeckt. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt der derzeitigen Situation ist auch, dass man das Ganze als Weckruf sehen soll für all diese Maßnahmen. Ich glaube, die englische Variante ist wichtig und da soll man sich Gedanken machen. In manchen Ländern hat man wahrscheinlich die Chance, die Verbreitung, wenn nicht zu verhindern, dann zu verlangsamen. In anderen Ländern wird das nicht möglich sein. Aber das war nicht die letzte Variante, die uns begegnet, oder? Und ich glaube, da müssen wir einfach unsere Augen öffnen und die Systeme und Technologien, die der Richard erwähnt hatte, einfach noch viel systematischer aufbauen. Ich glaube, was ich beobachtet hatte, jedes Land hat in Europa eine völlig andere Strategie gefahren, oder? Und man hat die Engländer, die im Jänner, Februar 20 Millionen Pfund auf den Tisch gelegt haben. Und dann gibt es Länder in Osteuropa, wo die eine Handvoll Sequenzen haben, oder? Und dazwischen gibt es sehr unterschiedliche Modelle oder zum Teil, glaube ich, einfach keine Strategie. Das sind dann eher so Initiativen von einzelnen Laboren. Und ich glaube, das wäre eigentlich auch wahrscheinlich eine europaweite Aktion, die man sich überlegen sollte, dass wir eigentlich davon profitieren würden, zu wissen, welche Viren zum Beispiel in Rumänien zirkulieren. Dass man das quasi über die Grenzen hinausdenkt. Und ich glaube, wir schaffen es noch nicht mal innerhalb der Länder, das wirklich in einen guten Maßstab zu machen. Aber man könnte auch versuchen, die europäische Perspektive da einzubauen und unter Umständen gewissen Ländern unter die Arme zu greifen damit. Herr Bergthaler, was bedeutet das denn hinsichtlich der zukünftigen Kommunikation zu dem Thema Mutationen von SARS-CoV-2, wenn wir immer wieder damit rechnen müssen, dass noch Varianten hinzuzukommen? Ich glaube, primär hoffentlich ist vielen Leuten mittlerweile schon klar, dass Viren an sich haben zu mutieren und das per se kein Anlass der Sorge sein sollte. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass wir nie wirklich wissen, was hinter der nächsten Ecke auf uns wartet. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir uns einfach möglichst gut aufstellen. Und wir dürfen uns auch nicht in Sicherheit wähnen, dass jetzt mit den Impfstoffen im Prinzip wir am Ende des Marathons angelangt sind, oder? Ich glaube, dass mein Eindruck ist, eine sehr große Herausforderung wird sein, wie man der Bevölkerung diese Unsicherheiten erklären kann, oder? Nicht ihnen Angst einflößt, aber gleichzeitig ihnen zu verstehen geben, es ist keine Gängelung der Politik, wenn die Maßnahmen eine Woche später wieder verändert werden, weil halt einfach jeder in dieser Situation nicht vollständige Informationen vorliegen hat und trotzdem reagieren muss zum Teil. Und ich glaube, das macht es aber sehr schwierig, rational zu verstehen, was denn hier passiert. Und ich glaube, dass da die Wissenschaft kommt eine extrem wichtige Rolle zu, sowohl kommunikativ, aber natürlich auch, um diese Daten in Echtzeit zu produzieren. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, der mir scheint bei diesen Varianten, ist die Frage natürlich, wie kann es sein, dass so eine Virusvariante auf einmal so viele Mutationen auf einmal quasi fast forward angesammelt hat. Und da gibt es im Prinzip zwei, würde ich sagen mal, Spekulationen. Das eine wäre ein tierischer Zwischenwirt,
Und das andere wäre, dass man zum Beispiel denkt an immunsupprimierte Patienten, die aus welchem Grund auch immer es nicht schaffen, das Virus zu kontrollieren innerhalb von 2-3 Wochen und dann über Monate lang hochinfektiös sind und in dieser Zeit dem Virus die Chance geben, offensichtlich schneller zu mutieren, als wenn das Virus von Mensch zu Mensch transmittieren würde. Und ich glaube, das ist eine allgemeine Frage, die einfach von diesen beiden Varianten jetzt angestoßen wurde, aber die wir uns Gedanken machen müssen, wie gehen wir mit solchen zukünftigen Reaktoren für Evolutionsbeschleuniger unter Umständen, wie gehen wir damit um? Genau, weil Herr Neher würde ich dazu auch gerne nochmal befragen, weil Sie hatten ja vorhin gesagt, eigentlich gibt es so 2 Mutationen pro Monat. Das ging ja jetzt anscheinend irgendwie schneller, wie Sie sich das erklären. Ja, ich meine, es ist, also 2 Mutationen pro Monat ist halt so ein Durchschnittswert und wir haben auch vorher schon da durchaus Variationen erlebt. So ganz am Anfang der Pandemie zum Beispiel gab es eine bestimmte Mutation, wo 3 Positionen direkt nebeneinander sich auf einmal geändert haben. Das ist auch was jetzt nicht nur, was irgendwie ein bisschen bemerkenswertes Veränderungsmuster ist, hat in dem Fall wohl zu keinen größeren Änderungen geführt. Es wird auch oft hier der Vergleich gemacht zu Grippe und ich habe so ein paar solche Fragen im Chat oder vorbeirauschen sehen. Grippe tut schneller mutieren, aber nicht wirklich um Größenordnung schneller. Das ist vielleicht ein Faktor 2-3 schneller. Gleichzeitig hat SARS-CoV-2 aber ein doppelt so großes Genom. Das heißt, die Gelegenheiten, sich zu verändern, sind für SARS-CoV-2 gar nicht mal so viel kleiner als für Grippe. Also wir haben das ist mehr oder weniger die gleiche Geschichte, mit der wir es hier zu tun haben. Und jetzt speziell für diese Cluster, diese rapide Folge von Mutationen dort. Die Evolution von Viren wird im Wesentlichen dadurch bestimmt, was wie selektiert wird und weniger welche Mutationen, also die Mutationsrate per se. Weil es gibt so viele Replikationen, es gibt Millionen von Fällen. In jedem Fall gibt es Millionen von Replikationen oder Milliarden von Replikationen. Das heißt, jede Mutation passiert sowieso jeden Tag immer wieder. Und es ist eher eine Frage davon, wie viele Gelegenheiten geben wir dem Virus und der gesamten Viruspopulation, dass sich Mutationen, die eventuell in irgendeiner Weise zu einer schnelleren Transmission führen, sei es durch, Mutationen, die in irgendeiner Weise selektiert werden, die breiten sich aus. Und in dem Fall muss es eine Abfolge, eine Gegebenheiten, Umstände gegeben haben, in denen diese Mutationen sich schnell durchsetzen können. Immunsupprimierter wird, ist eine Möglichkeit. Man kann da viel spekulieren. Wir wissen das in dem Fall tatsächlich nicht. Aber es kommt in erster Linie auf die Umstände hier an und die Möglichkeiten, diese Mutationen, dass die sich ausbreiten und amplifizieren. Weniger auf die Mutationsrate per se. Gut, dann möchte ich nochmal zu dem Selektionsfaktor. Kenny, können Sie sich stumm schalten? Ich höre mich gerade doppelt, das verwirrt mich total. Genau, es gab mich jetzt ganz viele Nachfragen in Bezug auf die Impfstoffe als Selektionsdruck. Genau, und inwiefern könnten die Impfstoffe mich dazu beitragen, den Selektionsdruck zu erhöhen und das Risiko für Mutationen zu erhöhen? Das wird ja nun auch viel diskutiert im Rahmen der Verlängerung des Zeitraums zwischen der ersten und der zweiten Impfdosis. Herr Bergtaler oder Frau Leckerle, wer möchte da beginnen? Ich meine, ich kann mal ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, was eine sehr wichtige Frage sein wird, ist, wie die breitenflächenden Impfungen die Virusevolution beeinflussen. Ob sie es beeinflussen, glaube ich, wissen wir nicht. Aber nachdem gerade die jetzigen Impfstoffe wahrscheinlich keine sterile Immunität hervorrufen und dementsprechend das Virus auch noch von einer geimpften Person weitergegeben werden kann, ist es naheliegend, dass sich in irgendeiner Form etwas ändert oder vielleicht ein neues Gleichgewicht findet. Und ich glaube, das ist mit ein weiterer Grund, warum all diese Sequenzierungs-Surveillance-Systeme gerade auch jetzt für die Impfungen extremst wichtig sind, um zu verstehen, wie verändert die Impfung das insgesamte Pandemiegeschehen, nämlich auch bei den Nicht-Geimpften. Und ich glaube, da kann man jetzt viel spekulieren und ich weiß nicht, ob wir einen Immunologen-Exkurs machen wollen oder nicht, aber natürlich versuchen Viren, wenn sie einen sehr hohen Selektionsdruck spüren, versuchen sie dem zu entkommen. Und rein stochastisch, irgendwann bildet sich mal eine Mutation dann in einem bestimmten Epitop
Und gerade wenn dieser Selektionsdruck sehr fokussiert ist, sagen wir mal, man hat einen monoklonalen Antikörper, der nur auf einem Epitop binden würde, das verwendet man nicht für eine Impfung, aber ich sage mal nur, das wäre das Extrem, dann ist es im Prinzip im Nu geschehen, dass irgendein Virus dort zufällig eine Mutation ausgebildet haben wird und das wird überhand nehmen. Und das ist, glaube ich, die Frage jetzt, dass man sich anschaut, wie diese polyklonalen Impfungen, die natürlich sowohl eine Antikörper- als auch eine T-Zell-Immunität hervorrufen, wie die das Evolutionsgeschehen des Virus beeinflussen. Ja, und Frau Eckerli, wie beurteilen Sie die Evidenz zu der vermehrten Übertragung bei Kindern? Herr Drosten sprach von Hinweisen, dass die neue Variante in UK vor allem in Schulen Fahrt aufgenommen hätte. Weiß man dazu was oder kann das in der Praxis bedeuten und dann auch für politische Entscheidungen? Ja, ich muss sagen, ich habe gehofft, die Frage kommt nicht. Ich finde es im Moment sehr, sehr schwer zu beurteilen, diese Daten, weil da einfach zwei Phänomene zusammenkommen, dass wir einmal diese neue Variante jetzt haben, die überhand nimmt, wo wir aber eigentlich noch gar nicht so richtig genau wissen, warum. Und dass man eben in England, auch wie in vielen anderen Ländern, jetzt eine Situation hatte, wo es zwar einen Lockdown gab, wo aber die Schulen offen waren. Und gleichzeitig ist es so, dass die UK eigentlich jetzt ganz gute Studien macht, dass die wirklich nämlich systematisch auch Kinder untersuchen und nicht eben nur Meldedaten sammeln, die eben nach bestimmten Testkriterien erhoben werden, wo eben die Kinder oft auch untererfasst werden, weil die auch einfach nicht krank oder seltener krank werden, weniger schwer krank werden. Das heißt, wir haben da im Moment eine Mischung aus verschiedenen Phänomenen und ich finde es schwer zu sagen. Ich glaube, man kann eigentlich nur nicht so richtig kommentieren, was dieses Virus, ob diese Variante in Kindern eine größere Rolle spielt oder ob wir einfach jetzt das sehen, was die ganze Zeit schon da war, was auch mit den anderen Varianten da war. Weil diese Vorstellung, dass Kinder das Virus nicht bekommen und die Schulen keine Rolle spielen, ich glaube, die ist in dem Großteil der Wissenschaft im Moment jetzt eigentlich ad acta gelegt. Also das Virus kann Kinder infizieren, das Virus kann auch in Kindern zirkulieren. Ich glaube, wir hatten einfach das Problem, dass es lange nicht aufgefallen ist, weil die Kinder eben nicht die Testkriterien erfüllen, weil die oft asymptomatisch sind und weil man ja vielleicht jetzt auch den Sommer über so ein bisschen sich dem so hingegeben hat, dass die Schulen keine Rolle spielen und man da jetzt eigentlich gar nicht so genau gucken muss. Und ich glaube, das sind im Moment so verschiedene Effekte, die zusammenkommen. Also ich muss sagen, ich kann da nichts, ich kann da aus diesen Daten im Moment keinen Schluss ziehen, ob Kinder da jetzt verstärkt eine Rolle spielen bei dieser Variante oder nicht. Ich glaube, da muss man wirklich jetzt noch mal mehr Daten erheben. Okay. Dann hier nochmal eine Frage zu dem Thema Testen. Sollten die PCR-Tests so umgestellt werden, dass auch variable Regionen mitgetestet werden, um dann halt Mutationen zu finden? Also quasi aus dem Zufall, der in Großbritannien stattgefunden hat, eine Tugend machen. Wie stehen Sie dazu? Also ich glaube, da ist man mit der Sequenzierung auf der besseren Seite, weil die PCR-Tests, die wir verwenden, also muss man einmal dazu sagen, dass die allermeisten mehrere Genregionen sich anschauen und in der Regel benutzt man für eine zuverlässige Diagnostik gerade die Regionen, die sich wenig verändern, weil wir wollen ja einfach jeden Infizierten erfassen, egal ob der jetzt eine Variante hat oder nicht. Und ich glaube, das ist die richtige Strategie. In diesem Spike-Protein zum Beispiel liegen relativ wenige Teste. Also die meisten Teste von kommerziellen Anbietern, die liegen wirklich in konservierten Regionen und gerade von dem Spike weiß man, dass das eigentlich sich eher häufiger ändert. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so ein gutes Target. Und auch bei diesem Assay, bei dem das jetzt aufgefallen ist, der hat auch 3 Genregionen, 2, die sind nicht ausgefallen und dieses eine ist eben ausgefallen. Aber diese PCRs jetzt sozusagen als eine Art Surveillance-System zu benutzen, ich glaube, das ist keine sinnvolle Methode, weil da einfach 2 Sachen zusammenkommen. Das eine ist Surveillance von zirkulierenden Varianten, wo wir ja aber auch die Sequenz haben wollen. Wir wollen ja nicht nur wissen, da ist irgendwas anders, sondern wir wollen ja genau wissen, wie sieht es aus. Das heißt, man auch diesen S-Dropout oder diesen Verlust von diesem einen Genziel, den bestätigt man ja immer noch mit einer Sequenz. Also ich glaube, da sollte man 2 Sachen jetzt nicht vermischen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Herr Bergthaler? Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit meinem Kollegen Michael Wagner in Wien, Mikrobiologe, den vielleicht manche kennen. Und er hat die Frage umgedreht und ich fand das eigentlich sehr spannend. Und zwar hat er die Frage gestellt, könnten die PCR-Tests letztlich einen Selektionsdruck darstellen? Quasi ein Virus in Ländern, die zum Beispiel nur ein einzelnes Gen testen. Und das ist zum Teil sehr häufig. Es ist nicht immer, dass 3 Gene getestet werden. Wenn das Virus gerade eine Mutation zufällig dort gebildet hat, wo die Primer sitzen, dann wird derjenige nicht erkannt, wird nicht aus dem Verkehr gezogen, nicht in Quarantäne gesetzt und das Virus kann sich fröhlich weiter vermehren. Aber das ist natürlich reine Spekulation, aber ich glaube, ja,
Who knows? Naja, das müsste man sagen, das würde ja nur dann funktionieren, wenn wirklich die Isolation jetzt perfekt funktionieren würde. Wenn man sozusagen alle, die PCR-positiv sind, auch perfekt isolieren würde und die keine neuen Ketten mehr anstoßen und die verpasst werden, halt eben dann weiter unterwegs sind. Vom Prinzip muss man sagen, ist es sinnvoll, dass viele Assays oder viele Teste mehr als eine Genregion verwenden. Also das kann man dazu sagen, dass vielleicht gerade Teste, die jetzt eben nur im Spike liegen oder nur eine Genregion, dass die jetzt nicht der optimal, also optimal ist, wenn man mindestens zwei Regionen hat. Dann hier noch eine andere Frage. Einige der Mutationen betreffen ja das Spike-Protein, welches von manchen Antigen-Schnelltests auch genutzt wird zum Nachweis. Müssen die Antigen-Tests, die bereits zugelassen sind, neu validiert werden und eine Übersicht erstellt werden, inwieweit die Tests die Mutation auch sicher nachweisen können? Also die meisten Antigen-Teste, die verwenden nicht das Spike, sondern das Nukleokapsid. Und es gibt auch erste Daten auch von Public Health England, die das bereits gemacht haben, die keinen Einfluss sehen der neuen Variante auf die Schnellteste. Und dadurch, dass es jetzt eben auch Virusisolate gibt, laufen solche Untersuchungen in verschiedenen Laboren bereits. Aber ich glaube, da muss man nicht so viel Angst haben, dass das passiert. Könnten die aktuellen Entwicklungen und die Varianten und die Mutationen Konsequenzen haben für Therapien gegen SARS-CoV-2? Muss die Forschung da auch direkt investieren und sich anpassen? Das auch noch nicht, oder? Also, naja, die Therapien, im Moment hat man ja keine sehr spezifischen Therapien, muss man sagen. Ich meine, das Beste, was wir im Moment haben, ist das Dexamethason. Das sind jetzt allerdings verschiedene monoklonale Antikörper im Moment, auch eben noch in den Studienphasen oder auch in der Zulassung. Ich glaube, im Moment ist es mit der Therapie, ich glaube nicht, dass das im Moment eine große Rolle spielt. Auch bei den monoklonalen Antikörpern ist es so, dass man ja oft auch eine Mischung einsetzt, dass man jetzt nicht nur ein einziges Epitop sozusagen abzielt. Aber also ja, ich glaube, da muss man sich natürlich anschauen, aber im Moment sind wir, glaube ich, mit der Therapie sowieso noch nicht so weit, dass wir da so viel zielgerichtete Ansätze haben, dass das jetzt im Moment schon eine Frage ist. Können Sie vielleicht alle nochmal eine Risikoabwägung aus Ihrer Perspektive treffen, vor welcher Variante man derzeit am meisten Sorge haben sollte, also auch welche Gefahr als größer einzustufen ist, eine erhöhte Verbreitung oder ein Entschlüpfen der Immunantwort? Wer möchte da starten? Ja, ich kann beginnen. Wenn ein sei denn jemand anders hat. Dann machen Sie ruhig. Ja, also ich denke, in den beiden Fällen ist die Hauptgefahr, die durch diese Varianten ausgeht, eine mögliche schnellere Verbreitung. Und das haben wir für die Variante, die in Großbritannien häufig ist, schon besser beschrieben. Da gibt es genauere epidemiologische Untersuchungen, wie sich die Variante in unterschiedlichen Regionen von Südostengland und jetzt eventuell auch in Dänemark, da gibt es erste Daten, dass es da auch zu einem Anstieg, exponentiellen Anstieg zu kommen scheint. Das ist die Hauptgefahr, weil wenn sich die Variante tatsächlich 50-60% schneller ausbreitet, führt das zu sehr, sehr viel mehr Fällen. Und dadurch sehr, sehr viel mehr Menschen, die vom Gesundheitssystem versorgt werden müssen und bedauerlicherweise manche davon dann am Ende auch sterben. Darüber hinaus gibt es natürlich dann die Besorgnis, dass ja, das könnte zu Wiederinfektionen führen und die Impfeffizienz reduzieren. Aber das ist zum gegebenen Zeitpunkt tatsächlich, glaube ich, eine Sekundärsorge, die uns hier nicht primär befassen sollte. Also ich sehe das ähnlich, weil man muss ja überlegen, wir haben ja noch keine Herdenimmunität. Wir haben weder durch die natürlichen Infektionen noch durch die Impfung haben wir Regionen, wo wir auch nur nahe an eine Herdenimmunität, zumindest sage ich jetzt mal in Europa, kommen würden. Also wir haben zum Beispiel in Genf jetzt in der zweiten Welle nochmal eine Seroprävalenzstudie gemacht. Wir sind bei 22%. Das heißt, das Problem mit einer neuen Variante ist ja nicht, dass sich die reinfizieren, die es schon mal hatten, sondern das Problem ist, dass die Population an empfänglichen Personen, die ist ja einfach immer noch so groß, dass wir diese Effekte von einem Immune Escape im Moment, ich glaube, selbst wenn der da wäre, würde er keine große Rolle spielen. Das Problem ist einfach die Menschen, die noch empfänglich sind. Und auch mit der Impfung ist es so, ich
glaube, wir fangen zwar jetzt an zu impfen, aber wir sind ja noch lange nicht in der Situation, wo so viele geimpft sind, dass wir sagen, wir haben eine Bevölkerungsimmunität. Also ich glaube, ich sehe das genau wie der Herr Neher. Das Problem ist im Moment, wenn die wirklich ansteckender ist, dann haben wir in den nächsten Wochen und in den nächsten ein, zwei Monaten erstmal das Problem. Und da sind wir ja sowieso noch in keinem Bereich, wo wir über irgendeine Art von Immunität sprechen, die uns jetzt schützen würde. Herr Bergthaler, wollen Sie dem noch was hinzufügen? Sonst würde ich... Also ich stimme überein. Ich glaube, was entscheidend ist jetzt, dass man versucht, die Zahlen runterzubringen. Ganz einfach, weil erstens das Gesundheitssystem entlastet, zweitens auch die Laborkapazitäten dann dem nachkommen und drittens dem auch dadurch das Virus weniger die Chance hat, Mutationen anzusammeln oder get crazy, irgendwelche neuen Varianten auszubilden. Also es ist relativ banal, oder? Die Message ist immer noch dieselbe wie im März 2020. Und ich glaube auch, wir brauchen nicht unbedingt neue Maßnahmen, sondern die bestehenden Maßnahmen müssten auch wirklich konsequent eingehalten werden. Und ich glaube, auf der anderen Seite müssen wir versuchen, mit der Impfung möglichst rasch die vulnerablen Bevölkerungsschichten abzudecken. Weil das ist die andere Sache, oder? Auch wenn das Virus infektiöser ist, aber wenn dann die schweren Erkrankungen kontrolliert werden können, dann haben wir auch kein Problem damit. Aber so weit sind wir noch nicht. Wie beurteilen Sie die Rolle von bevölkerungsweiten Schnelltests im Hinblick auf die neuen Varianten? Müssten diese Maßnahmen gerade jetzt nicht stärker diskutiert werden? Und warum ist das aus Ihrer Sicht unter Umständen noch nicht passiert? Mein Eindruck ist, diese Schnelltests sind oft auch ein Schnellschuss, wo so ein bisschen eine zugrunde liegende Strategie fehlt, was man denn danach macht, oder? Weil einmal testen alleine, das bringt, glaube ich, nicht wahnsinnig viel und ist ein ganz schöner Aufwand. Und ich stimme auch überein, was die Frau Eckerle davor gesagt hat. Ich glaube, man muss sich überlegen, dass man gezielt auf diese Variante sucht zum Teil. Und das kann man machen mit abgeänderten PCR-Diagnostiken auch. Aber gleichzeitig müssen wir weiterhin breit aufgestellt sein, weil es wird eine andere Variante kommen. Es wird sich mehr tun. Diese Dynamik, die hält an, oder? Und ich glaube, darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir kommen leider schon dem Ende nahe. Wir haben noch 3 Minuten, deswegen würde ich Sie jetzt auch Reihe um nochmal zu einem Abschlussstatement auffordern. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal eine kurze Zusammenfassung bzw. ein Fazit geben könnten für die Pandemiebekämpfung. Fange ich an, wir hatten was vorhin, wir haben mit Herrn Neher angefangen, ne? Machen wir das doch jetzt auch. Ja, genau. Also ja, mein Fazit wäre, dass diese neuen Varianten die Notwendigkeit einer zeitnahen molekularen Surveillance wirklich nochmal deutlich unterstreichen. Und wir haben, ja, es ist nicht so, sicherlich ist SARS-CoV-2 jetzt das Virus, was am besten überwacht wird jemals. Aber es ist nicht so, dass es da überhaupt keine Präzedenzfälle gäbe. Grippe zum Beispiel wird in einem globalen Netzwerk von Laboren relativ engmaschig überwacht und auch dort haben wir zumindest in den letzten 10 Monaten haben wir sehr, sehr wenig Grippe beobachtet. Aber davor war oft innerhalb von 2 Wochen Sequenzdaten zur Verfügung, die es erlauben, gut zu verstehen, welche Varianten wo zirkulieren. Und gerade bei Grippe haben wir auch das Problem, dass ja die Impfstoffe, dass es da immunantigenische Evolution gibt und die Impfstoffe aktualisiert werden müssen. Aber auch dort ist es eigentlich nie so, dass eine Mutation hier schwarz-weiß die Impfeffizienz stark reduziert. Also es ist ein langwieriger Prozess, wo es typischerweise mehrere Schritte braucht, bis da wirklich ein größerer Effekt da ist. Und ich denke, gerade die Evolution von Grippe hier kann uns durchaus so ein bisschen so eine Richtschnur geben, was wir eventuell für SARS-CoV-2 zu erwarten haben in den kommenden Monaten und Jahren. Was muss denn jetzt also in Bezug auf die Bekämpfung passieren, Herr Neher? Ja, wir müssen mit allem, was wir haben, versuchen, die Ausbreitung des Virus aller Varianten, die zirkulieren, einzudämmen. Wir wissen im Grunde, wie man das anstellen kann, aber es braucht halt einen koordinierten Aufwand. Gut, komme ich zu Frau Eckerle. Können Sie noch mal zusammenfassen, ja, Ihre wichtigsten Punkte? Also ich glaube, die epidemiologischen Daten, die man zu den neuen Varianten hat, die geben durchaus einen Grund zur Sorge, einfach weil es ein
eventuell ein ansteckenderes Virus ist. Wir haben nicht die endgültigen Daten, aber ich glaube, wir haben jetzt auch gelernt in der Pandemie, dass wir nicht warten können. Also warten ist immer die schlechteste Strategie. Es ist besser zu reagieren und dann vielleicht hinterher überreagiert zu haben. Und ich glaube, für die Konsequenzen sind genau die gleichen, wie die wir die ganze Zeit haben. Ich glaube, es ist wichtig, diese Varianten zu überwachen. Und zwar nicht nur diese beiden jetzt, sondern alle Varianten. Und ich glaube, da muss man wirklich in langfristige Systeme investieren und eben auch an die Zeit denken, auch wenn die Pandemie mal vorbei ist oder wenn jetzt die nächsten Monate vorbei sind. Aber ich glaube, was wir jetzt akut für die nächsten Wochen und Monate brauchen, ist eine gute Strategie, wie wir die Fallzahlen senken. Das wird uns helfen gegen die aktuell zirkulierenden Viren und es wird uns helfen, die Ausbreitung der neuen Variante zu verlangsamen und es wird uns helfen, die Impfstrategien gut umzusetzen. Und gleichzeitig muss man natürlich die Impfkapazität hochfahren. Das ist allerdings einfach limitiert durch die Produktionskapazität. Aber ich glaube, unterm Strich für die Politik oder auch für jeden Einzelnen ändert sich dadurch erstmal nichts, außer dass man wirklich sagen muss, man muss jetzt noch mal ein paar Wochen und Monate einfach konsequent sein. Es tut weh, aber ich glaube, man hat mit den Impfungen schon irgendwie die Ziellinie im Blick. Aber es kommen jetzt einfach noch mal ein paar anstrengende Wochen und Monate auf uns zu, bis dann hoffentlich im Frühjahr oder im Sommer viele Menschen geimpft sind und eben durch den Sommer sich auch ein bisschen die epidemiologische Situation hoffentlich entspannt. Frau Eckerle, wie schätzen Sie da die internationale Zusammenarbeit ein? Meinen Sie, die Länder könnten da noch ein bisschen mehr zusammenrücken? Mit Sicherheit. Also das Virus ist einfach ein globales Virus und ich meine, wir sprechen viel über Europa, wir können auch mal über die ganze Welt sprechen. Auch da gibt es eben viele Regionen, wo das Virus unkontrolliert zirkuliert, was eben auch eine Quelle von neuen Mutationen sein kann. Also es sind gerade auch viele Regionen, die jetzt gar nicht so viel sequenzieren. Viele, teilweise ganze Kontinente, zum Beispiel was in Afrika passiert, verstehen wir eigentlich immer noch nicht gut. Aber ich glaube jetzt gerade in Europa, eben mit den offenen Grenzen, wäre es sicher sehr, sehr sinnvoll, wenn man da eine besser koordinierte Pandemie-Strategie hätte. Das wäre sicher sehr, sehr hilfreich. Danke, Frau Eckerle. Herr Bergthaler, Ihre Zusammenfassung nochmal und Ihre Maßnahmen zu der Pandemiebekämpfung. Ich glaube, das virologisch, medizinisch, epidemiologische ist schon hinlänglich abgedeckt worden und da stimme ich voll und ganz zu. Ich glaube, was mein Eindruck ist, was eine der größten Herausforderungen ist, ist keine technologische oder medizinische, sondern wie man die Bevölkerung weiterhin motivieren kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo Sie Wissenschaftsjournalisten, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle spielen, weil den Leuten hängt es raus, oder? Auch wenn ich für mich spreche, manchmal möchte ich gerne einfach Nachrichten lesen, wo keine Corona-News vorkommen. Und das ist aber die ersten 5 Zeilen, ist immer Corona, oder? Und das ist jetzt geht schon ein Jahr so. Und ich glaube, man haut irgendwann, hat man keine Lust mehr, oder? Und man erkennt den Ernst der Lage nicht mehr und gleichzeitig hält das Virus Überraschungen bereit. Und ich glaube, das macht es extremst schwierig, auf der Kommunikationsseite, nämlich vor allem von der Politik. Wir Wissenschaftler, wir können ja sagen, wir wissen das nicht, wir verstehen das nicht. Aber wie die Politik damit umgeht, ohne jetzt zu paternalisieren und einfach, wie man die Leute möglichst mitnimmt, oder? Dass sie es verstehen und von sich aus selber die Maßnahmen ergreifen. Und ich glaube, das macht es verdammt schwierig, wenn man sich die Statistiken und Umfragen anschaut, wie viele Leute sich impfen lassen wollen. Zumindest in Österreich ist das erschreckend. Da ist es egal, ob der Impfstoff funktioniert oder nicht, oder? Wenn sich die Leute nicht impfen lassen, dann ändert das nichts. Ja, danke nochmal für diese Worte. Wir sind jetzt auch schon 3 Minuten drüber. Ich möchte hier an der Stelle gleich nochmal darauf hinweisen, dass wir so schnell wie möglich, wie gewohnt, das Transkript zur Verfügung stellen auf unserer Website und da können Sie auch demnächst schon die Aufzeichnung finden. Ja, vielen Dank an die 3 Expertinnen, die hier heute anwesend waren und auch vielen Dank an die vielen Fragen da draußen. Ich hoffe, wir konnten die meisten hier mit beantworten und ich freue mich, Sie auch beim nächsten Mal hier bei unserem Pressbriefings begrüßen zu können. Vielen Dank, schönen Tag noch und schönes Wochenende. Vielen Dank. Ja, Wiedersehen, schönes Wochenende.